Hallo und willkommen zurück zu Legend of Dragoon. Wir sind immer noch in Fleets. Wir haben ja einen neuen Auftrag. Und zwar suchen wir ja noch jemanden. Und bis jetzt sind wir ja noch nicht fündig geworden. Aber wir wurden zu einer anderen Stadt geschickt. Und da wollen wir jetzt noch hin. Wir hatten beim letzten Mal noch kurz reingeschnuppert in das neue Gebiet, wo wir hingehen, und dann waren wir zurückgegangen. Okay. Wo landen wir hier? Ich glaube, das war ja der Teil mit der Weltkarte, wo wir wieder zurück in die anderen Gebiete konnten. Ich muss mich erstmal wieder orientieren, weil ich hatte eine längere Aufnahmepause gehabt, zwangsweise. Also verzeiht mir schon mal, wenn meine Kombos und alles wieder total in Dutt sind. Also das Timing ist noch nicht drin. Das könnte noch ein bisschen dauern. Nimm da die letzte Überfahrt. Die Backpfeife hat mal wieder gesessen. Ach, mein Timing ist heute so schlecht. Ah, die machen auch ganz schön böse Schaden. Ihr hört wahrscheinlich auch noch, dass immer noch meine Stimme nicht ganz da ist, also entschuldige ich mich schon mal für etwaige Huste etc. Ich werde auch weiterhin das so machen, dass wir immer den niedrigsten zuerst mitnehmen, um die ein bisschen zu leveln. Süden von Serdio, Norden von Serdio. Okay, also wir können auf jeden Fall wieder zurück. Das wollte ich nämlich gerade mal schauen. Aber wir haben ja noch den einen Shop, wo noch ein paar spezielle Gegenstände sind, die wir noch nicht leisten konnten. Ein starker Mann. Ja, der war gut. Na, ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen. Das ist natürlich einige Kämpfe. Oh, der ist neu. Den haben wir noch nicht gehabt. Ein Zentaurenkrieger. Au, 75 Schaden. Vergeigt. Aber er ist hinüber. Mal sehen, was der an Erfahrungspunkten und an Geld gibt. 32, das ist ja okay. Okay, hier im Ödland haben wir zwei Ausgänge. Da müssen wir mal gucken, wo wir landen. Was
auf jeden Fall bei der Aufnahmesession heute mal ein bisschen auf der Zeit, auf die Zeit achten. Da ich leider noch einen Termin habe und dementsprechend kann ich diesmal nicht so überziehen. Stecher. Ha, ha. Nimm da die letzte Überfahrt. Oi, oi, oi. 164 Schaden, nicht schlecht. Die Gegner hier machen aber auch nicht schlecht Schaden. Ups. Kombo vergeigt, aber trotzdem 172 Schaden. Okay, wir haben einen Heiltrank gefunden, das ist schon mal gut. Und Hachel ist aufgestiegen. Das heißt, Hachel geht wieder raus und Shana kommt mit. Ihr trefft euch mit Mädchen an einem Ort wie diesem. Mappy heißt er. Wer seid ihr? Habt ihr das gehört? Die fragen uns, wer wir sind. Gierig Bande A. Die denken vielleicht, wir sind ein Haufen Ärzte. Wir wären aber schöne Quacksalber. Überraschung, Überraschung. Wir sind die einzig wahre Gierigbande. Wir sind so furchtbar, dass wir Selbstgeister wieder zurück in die Hölle treiben. Die haben keine Klasse. Hey, was hast du gesagt? Mappy, wie soll ich dir diese Dummköpfe servieren? Gebraten oder gekocht? Nun gut, ich weiß. Holen wir uns unsere Belohnung. Das Geld und die Zicken. Wir haben nichts, was wir euch geben könnten. Aber wenn ihr darauf besteht, wie wäre es mit einem unglücklichen Ende für euch? Hör auf, so rumzuquatschen. Überlasst uns einfach eure Wertsachen. So einfach ist das. Geht uns aus dem Weg. Wir haben keine Zeit, um mit euch zu spielen. Das ist eure letzte Chance. Geht uns aus dem Weg oder ihr braucht einen richtigen Arzt. Mann, bin ich sauer. Zertrümmert ihnen die Schädel. Brüder. Ah, da verprügeln wir mal diese komische Gierigbande. Natürlich habe ich ihn vorher nicht geheilt. Oh gut. Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal links und rechts die vor. Au, 105 Schaden, okay. Schade, kriege ich hier ordentlich aufs Rechtsbrett. Schlauer Dieb, naja, schlau sind die jetzt nicht unbedingt, aber okay. Daneben. Ah, das hat weh getan. Au, das aber auch. Ah, die kleine Shana kriegt leider ordentlich Schaden. Oh, die halten auf jeden Fall gut was aus. Autsch.
Okay, danach muss ich mal Shana heilen. Die ist nämlich gerade schon angeschlagen. Zu spät. War geil, aber der ist weg. Oh, nur zwei der Brüder. Ah, Dart hat auf jeden Fall auch schon ordentlich Schaden abgekriegt. Daher kriegt Dart erstmal eine Heilung. Daneben. Autsch. Oh, Mappy ist gleich allein, oder Mappy, wie auch immer. Autsch. Schütze ich mal und heilt sich ein bisschen. Letzten vergeigt. Oh, das war echt schlecht. Sehr schön. Sie kann momentan eh nicht viel machen. Ich möchte mir gerne die MP einsparen. Das hat gesessen. Ups. Warte. Wow. Ich bin schuld. Ich mach's nie wieder. Bitte vergib mir. War nur Spaß. Was ist das?
Das ist übel. Unser Dart kann sich erstmal nicht mehr verwandeln. Uns wurde gerade das Steinchen geklaut. Total verschwinden haben wir erhalten. Ganz, ganz schlecht. Er ist weg. Es ist mein Fehler. Ich war nicht vorsichtig genug. Ein gestohlener Dragoon Spirit. Das ist das Letzte, was hätte passieren sollen. Wie auch immer, lass uns in Richtung Donau weitergehen. Vielleicht finden wir dort etwas über die Gierigbande heraus. Ganz, ganz schlecht für uns. Wir haben zwei Wege. Mal sehen, wo wir hier landen. Auf jeden Fall in einen Kampf. Skorpion. Ja, wir haben keine MP mehr und keine Dragoon-Punkte mehr. Unser Dart ist aktuell ganz schön geschwächt. Ja, auch seine normalen Angriffe sind deutlich schwächer geworden. Momentan muss Albert hinhalten. Der ist nämlich aktuell der Stärkste im Team. Und ich tatsächlich würde ich sagen, ich nutze jetzt mal einen Heiltrank, denn unsere Schana ist im roten Bereich. Das ist nicht gut. Verzeihung. Da kam ich nicht schnell genug an die Mute-Taste. Wie gesagt, bin immer noch nicht ganz fit. Daher lässt sich das auch teilweise ein bisschen schwer vermeiden. Auch Albert hat schon fast die 1000 Lebenspunkte. Der ist jetzt schon bei 819. Den können wir auch mal langsam heilen. Perfekt. Ja, knapp 800 Gold haben wir, das ist nicht viel. Tal der Schwerelosigkeit. Na, da sind wir auf jeden Fall falsch. Ich denke mal, da müssen wir später hin. Moment. Verzeihung. Ach, das war ein bisschen unterdrückendes Husten. Ja, momentan ist echt Albert unsere Waffe. Ja, Shana ist ja momentan relativ in Anführungszeichen nutzlos, außer zum Heilen da. Weil wirklich Schaden macht sie nicht. Aber die ist halt gerade am niedrigsten und dementsprechend muss die mit ins Team, damit die wieder höher kommt. Weil so ist der Plan von mir.
können wir auf jeden Fall hoch. Regenerationskugel erhalten, okay. Da muss man mal gucken, was das ist. Okay, wir haben auch nicht mehr so viel Heilung. Das wird wahrscheinlich ein Ausrüstungsgegenstand sein. Findet Ausnahmezustand Verhexung. Sie kriegen verdoppelt Max MP, okay. Ah, Geisterring. Die generiert jede Runde SP. An sich eine tolle Sache, aber wir brauchen Lebenspunkte bei ihr. Dann benutzt mal eine Heilungsbrise. Das ganze Team ist ganz schön angeschlagen. Das ist das Gefühl nicht los, dass da oben noch irgendwas ist auf diesen Stein, aber irgendwie kommt man da nicht hoch. Kann ich nicht wirklich was machen, leider. Schade. Sieht aus, als ob. Ich muss jetzt auf jeden Fall nach dem Kampf mal gucken, wie die Zeit ist. Weil wir sind jetzt schon eine ganze Weile dran, dass das nicht zu lang wird. Dadurch, dass ich jetzt so lange krank war und ausgefallen war, muss ich verdammt viel nachholen. Ich habe ja selber gesehen, dass jetzt einige Zeit keine Folgen hochgeladen wurden, beziehungsweise kaum Folgen. So kurz vor Weihnachten ist es ein bisschen schwer mit der Zeit, so viel ist wieder nachzuholen. Okay, gucken wir mal eben. Ja, wir haben unsere Zeit erreicht. Das heißt, wir werden an dieser Stelle erstmal einen Cut machen und beim nächsten Part werden wir mal Richtung Donau gehen und mal schauen, was dort unsere Aufgabe sein wird. Denn ich denke mal, wir werden erstmal gucken müssen, dass wir unser Dragoon Spirit wieder kriegen. Ja, bis dann. Tschüss.